Willkommen in der Technik-Videowelt. Mit iOS 14 habt ihr nun endlich die Möglichkeit, eine App-Mediathek zu nutzen. Sie hilft euch, automatisiert Apps zu kategorisieren und vor allem hilft sie euch, damit ihr nicht mehr durch verschiedene Home-Bildschirme blättern müsst. Wie ihr die App-Mediathek genau nutzen könnt, wie ihr sie aktiviert und was ihr sonst noch bringt, das zeige ich euch in diesem Video. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alpa und heute zeigen wir euch die neue App-Mediathek. Die App-Mediathek wurde auf allen iPhones eingeführt, um euch ein bisschen zu helfen, Ordnung bei euren Apps zu schaffen. Denn ich kenne viele Leute, die sehr, sehr viele Apps auf ihrem Handy haben. Und zwar nicht nur eine Seite oder zwei Seiten, so wie bei mir, sondern 10 Seiten. Das heißt, man hat hier 10 Punkte und die wischen immer rüber und alles ist total unorganisiert. Es gibt mittlerweile mit dieser App-Mediathek eine gute Gelegenheit, eure Apps zu sortieren. Und wie kommt man da drauf? Relativ einfach. Die letzte Seite eurer Bildschirmseite und dann noch einmal weiterwischen. Und dann kommt ihr auf die App-Mediathek. Ihr seht es hier auch schon hier oben. Und das Gute ist tatsächlich, dass Apple diese App-Mediathek logisch gliedert. Das bedeutet, ihr könnt einmal, entweder wenn ihr in der App-Mediathek seid, einmal hier tatsächlich nach den einzelnen Buchstaben suchen. Ihr könnt dann übrigens auch hier drauf drücken und dann kommt ihr eben zu den einzelnen Apps. Also könnt ihr relativ schnell suchen. Das ist eine Sache. Und das zweite ist, es wird logisch in Ordnern gruppiert. Das heißt zum Beispiel hier Kreativität. Ich drücke drauf und dann habe ich hier zum Beispiel alles, was Apple meint, was zu Kreativität gehört. Oder hier zum Thema Produktivität. Auch hier kann ich gucken, ah ja, hier zum Beispiel Safari, Mail und so weiter. Hier habe ich also zahlreiche Apps. Bei euch wird wahrscheinlich die Liste noch ein bisschen länger sein, wenn ihr iOS 14 benutzt, aber das hilft euch auf jeden Fall, das Ganze besonders gut zu sortieren. Insbesondere deswegen, weil nämlich tatsächlich mittlerweile mit dieser App-Mediathek es eben auch möglich ist, dass ihr eure Homescreens eben komplett auch säubern könnt. Das heißt, ihr geht zum Beispiel in eine App rein, so wie ihr das bislang auch hattet. Das heißt, ich will zum Beispiel, nehmen wir an, das hier mal löschen. Lasst es mal einfach mal gedrückt und dann wackelt ja hier alles. Was ganz neu ist, ihr könnt jetzt auch eure Homescreens verstecken und zwar zum Beispiel diesen Homescreen. Und dann sage ich einmal fertig und auf einmal habe ich dann, wenn ich fertig sage, nur noch eine Seite und die App-Mediathek. Das bedeutet nicht, dass die Apps nicht mehr da sind, sondern dass ich nicht mehr 10 mal wischen muss. Ich kann also meine 10 am häufigsten verwenden oder meine 20 am häufigsten verwendeten Apps hier platzieren und all das, was ich sonst noch machen will, finde ich über die App-Mediathek. Ich drücke hier einmal drauf und kann sie dann suchen oder ich wische hier einmal runter und kann sie dann suchen und muss nicht mehr 10 mal wischen, bis ich eben dorthin komme. Wenn ich das wieder rückgängig machen will, dann lasse ich einfach irgendwo gedrückt, drücke hier unten wieder drauf und kann mir meine einzelnen Screens wieder anzeigen lassen, gehe oben auf Fertig und dann habe ich wieder meine Homescreens. Das bedeutet, ich kann eben die Mediathek für mich tatsächlich nutzen, um sehr viel Ordnung bei mir zu schaffen und für mich ist das eine echt tolle Sache. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ihr wollt noch mehr wissen rund um iPhone, Android, Amazon und Co.? Gar kein Problem. Ich habe euch hier eine ganze Playlist erstellt. Dort findet ihr alle Videos, die wir überhaupt zu diesen Themen gemacht haben. Ansonsten freuen wir uns über eure Kommentare. Teilt unsere Videos, wenn sie euch gefallen haben. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.